Was geht ab, meine Damen und Herren? Willkommen wieder zurück zu einem neuen Vlog mit Energy! Es ist 9 Uhr morgens, aber kennt ihr das? Ihr wacht auf und ihr seid so voll geladen, so ohne Sinn. Erstmal, lasst dem Video vorab ein Like, ein Kommentar, ein Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da. Checkt gerne Devour ab, Freunde. Checkt gerne Stickies ab, Freunde. Kommt immer gerne in die Streams, Freunde. Heute wird ein sehr geiler Vlog, Freunde. Und zwar werden wir viel erleben heute. Es geht heute Abend zu Travis, aber nicht in VIP oder so. Es geht rein, Freunde. Wir gehen rein. Mit Maske, busy, Durchdreherei, ihr wisst Bescheid. Heute geht es auch noch nach Düsseldorf zum None of Us Pop-Up, zu Casey. Da werden wir auch sehr viele Leute treffen. Das heißt, es wird heute ein actiongeladener Vlog. Deswegen bleibt einfach dran. Setzt euch gerne während dem Video auf eine Flasche, damit ihr das noch mal ein bisschen mehr genießen könnt. Und ich würde sagen, Slums up, wir gehen hier rein. Freunde, bevor das Video weitergeht, möchte ich euch ganz kurz die neue Devour Summer Kollektion vorstellen. Die am 4.8. um 13 Uhr Release, Freunde. Ich zeige euch heute die Pieces und sage euch dazu noch die Preise. Deswegen schaut es euch ganz kurz an. Sehr coole Sache. Freunde, wie ihr wisst, Devour ist ja meine Brand und ihr könnt ja auch gerne in der Videobeschreibung einmal abchecken. Bin ja ganz stolz drauf und wollte euch das Ganze präsentieren. Deswegen checkt es gerne ab. Ich will gar nicht lange labern, Freunde. Deswegen checkt schon mal gerne die Cap ab. Wir haben hier erstmal eine Cap mit so einem Softstoff hier vorne. Die kriegt ihr auch schon direkt für 29,90 und finde ich sehr nice. Könnt ihr euch das ja einmal angucken. Seht ihr so mit den Menschen, mit dem Rot, Beige. Auf Sommer angelehnt, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, auch für den Sommer ganz wichtig. Ein Unterhemd dürft ihr nicht vergessen. Ganz simpel gehalten, Eyeball in Schwarz. Hier mit dem D für Devour, ihr wisst Bescheid. Wir haben da jetzt so ein kleines D entwickeln lassen. Sehr schlicht, sehr clean. Dasselbe Tanktop haben wir einmal hier in Weiß mit einem schwarzen D. Und Preis beläuft sich auf 19,90 €, Freunde, ihr wisst Bescheid. Deswegen machst du nichts falsch mit einem Tanktop für den Urlaub oder für unterwegs, für Sommer. Beste, was du eigentlich machen kannst. Als nächstes haben wir einmal hier das T-Shirt. Ja, auf dem T-Shirt seht ihr einmal das Devour in Rot mit so einem kleinen Phönix, sag ich jetzt mal. Und ich finde das sehr nice vom Fit her. Und von der Quali haben wir uns darauf natürlich nicht lumpen lassen. Das ist, glaube ich, wieder 100% Baumwolle. Und ja, weil wir wollen da halt auch nicht sparen an der Qualität. Aber das Ganze kriegt ihr auch wieder für 39,90 €, Freunde. Das heißt, schlag zu, macht ihr nichts falsch mit. Schönes, cooles T-Shirt hier mit Rot und Weiß. Kannst du easy kombinieren. Als nächstes, Freunde, haben wir einmal dasselbe Shirt, aber mit einem anderen Colorway. Hier mit so einem dunkelblau, hier mit so einem dunkleren Grau, also mit so einem Grauton, sag ich jetzt mal. Finde ich sehr nice mit der Farbkombi. Das könnt ihr auf jeden Fall sehr cool kombinieren, vor allem auch zu schwarzen Hosen oder so. Da kommt das auf jeden Fall sehr gut zum Vorschein. Selber Preis wie bei dem Weiß-Roten. 39,90 €, Freunde, macht ihr nichts falsch mit. So, Freunde, jetzt auch ein Highlight-Piece meiner Meinung nach. Das Devour Jersey ist für mich ein absolutes Highlight, einfach wegen den Details und auch wegen dem Colorway. Ist ein sehr entspannter Stoff. Ihr habt hier einmal das Devour in Bordeaux-Rot, dann habt ihr hier einmal wieder das D-Logo. Hier haben wir so ein kleines Wappen, das ich sehr clean finde. Ist sehr cool geworden. Hier an den Ärmeln haben wir noch so kleinere Sterne in Rot, also in Bordeaux-Rot. Seht ihr hier einmal. Ist, wie ich finde, sehr nice. Und wenn ihr einmal das Ganze umdreht, dann habt ihr hier die Nummer 11. Wir wollten jetzt auch nicht hier irgendwie noch Devour oder so drauf haben, weil das, finde ich, zu viel wäre. Hier noch mit so einem kleinen World Global-Logo. Und ich finde, meiner Meinung nach, ein Highlight-Piece. Auch, ich würde schon sagen, so mein Lieblingspiece aus der Kollektion. Ich finde, mit dem macht ihr nichts falsch. Das könnt ihr sehr cool kombinieren. Vor allem auch mit dem nächsten Piece, was ich gleich zeige. Das Jersey kriegt ihr schon für 49,90 €, Freunde. Deswegen schlag dazu, da macht ihr nichts falsch mit. Das ist super Ding, ihr wisst Bescheid. Wir kommen auch schon zum letzten Piece. Und zwar auch wieder ein Highlight-Piece, finde ich, was ihr sehr gut kombinieren könnt mit den ganzen Pieces, die ich euch eben gezeigt habe. Vor allem auch mit den Shirts oder mit dem Jersey. Die Jorts, Freunde. Ne? Sommer ohne Jorts. Ich finde, Jorts im Sommer ist eigentlich ein Muss. Ihr seht hier auch einmal, habe ich die auch an. Sehr clean, sehr entspannt, sehr simpel gehalten auch. Wir wollten jetzt nicht so viel übertreiben. Hier mit so einer kleinen Schlaufe. Der fit sehr entspannt. Ihr seht hier die kleinen Muster. Wir haben hier noch so ein bisschen Distressed reingehauen, wie ihr seht. Einmal nur, um da ein paar Details reinzuknallen. Aber wir wollen das trotzdem irgendwo simpel halten. Wir hoffen, die Jorts gefällt euch, weil wir finden die sehr nice. Und ich denke, damit macht ihr nichts falsch im Sommer. Die Jorts auch nicht allzu teuer, Freunde. 64,90 €. Deswegen schlagt da gerne zu, Freunde. Da macht ihr, wie schon gesagt, nichts falsch mit. Deswegen, Freunde, das ist ein sehr geiles Teil. Und mit der Kollektion, also da könnt ihr es eigentlich alles miteinander kombinieren. Das soll es auch schon gewesen sein, Freunde, mit der Kollektionsvorstellung. Checkt's gerne ab, Freunde. Folgt Devour auf Instagram. Geht gerne auf die Webseite. Am 4.8. um 13 Uhr könnt ihr euch da was ergattern. Kommt auch gerne in die WhatsApp-Gruppe für Early Access oder auch für weitere Rabatte. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Links sind alle in der Videobeschreibung. Ich danke euch und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Weiter geht's. Thumbs up. So, Freunde, ganz wichtig. Der Tag beginnt beim Friseur. Gab's Studio in Gießen? Mein Ach. Da gehe ich mal schneiden, für die es wissen wollen. Und Freunde, das ist Gießen. Das ist da, wo ich immer unterwegs bin, wo ich ja auch so mäßig wohne. Sehr trüb, sehr tot, sehr nicht lebhaft. Also Tat. So, Freunde, DJ Khaled ist back in the house, back in the house, back in the house. Jetzt kommt der uncoolste Part. Selber. Es wurde fast der Huni, aber passt. Full. Auto full. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in Düsseldorf angelangt. Es geht jetzt zum None of Us Pop-Up von Casey auf Briedelisch, auf Lustig, auf Lacherei. Und ja, ich denke mir, das wird eine spaßige Angelegenheit. Ich habe 3 Wochen einen Parkplatz gesucht, jetzt irgendwie in einem Parkhaus. Okay. Vorher fragt man, wo der Anzug ist. LFDY, everything. All every LFDY things. Deswegen, ich bin jetzt 2,5 Stunden hergefahren, ich bleibe so 1-2 Stunden, dann ziehe ich auch wieder direkt zurück ab. Aber Freunde, es geht immer darum, seine Brees zu supporten, das ist ganz wichtig. A und O auf der Agenda, das dürft ihr nie vergessen. Selbst die Meter macht man, Bruder. Und wir haben wieder Prex, Freunde. Mein Mod, ja, mein Mitarbeiter und Mod. Slumpleit. Der Beste, schwer. Ich wurde, jemand spricht mich an, er sagt, bist du Vision? Nee, das ist cringe. Vision-Fragen, das sind aber diese Leute, wo man weiß, sind keine Viewer, weißt du? Der war alt.
Der war alt? Ja, ja. Das ist crazy. Der macht Slumlights, Freunde. Der Edi. So, Freunde, wir sind jetzt hier beim Nonno, was Pop-Up. Hier ist sogar Leon von Stickies. Slums down. Ja, wir Leon. 5:30 Uhr. Slums down. Slums down. Ja. Ey, Jungs, ist Bilal Top 5 Europa? Ja. Ja, safe, ja, safe. Top 3, Top 3. So, Freunde, wir haben noch Scandi hier gefunden. Das ist Scandi, Bruder. Kennst du Scandi? Nein, ich super, mein Abi, Bruder. Das ist Scandi, 6-5. Du bist mein Goat, Bro. Du bist Wallahi mein Goat. Wallahi mein Goat. Wir haben ja einen alten Bekannten, Freunde. Wenn heute einer Stress macht, gar keine Gnade. Selbst wenn es ein kleines Kind ist. Bam. Freunde, er war der, der Ronaldo getroffen hat. Wie hat er gerochen? Wie war seine Aura? Ich schwöre, so krass, ne? Wie war dieses Gefühl, du hast so gemacht bei ihm und so? Bruder, er hat diesen Arm angepasst. Ich habe ihn nie wieder gewaschen. Crazy. So, Freunde, wir haben jetzt hier den Store. Hier ist so der Store von unten. Hier kann man Sachen kaufen. Hier ist Tracksuit. Hier gibt es Sachen. Und hier kann man sich umziehen. Er ist simpel, smart, clever. Und hier machen Leute Bilder. Ganz entspannt. Was darf bei einem Event nicht fehlen? Stickies, Bruder. Wir haben Illy the Menace zurück. Hey, you know what I'm saying? We are here, bro. Düsseldorf. Shout out to Joe Deutsch, Bruder. It's like the city, bro. Königsallee and shit, you know? Königsallee type shit. Hey, of clean. 9-3. You said everything. Wir haben Special Guest von Ding. Was sagen wir, Bruder? Wir haben ein Ding. Ey, Bruder, wir haben jetzt einen neuen, ne? Bei dir rein ist ausgelutscht. Bei dir rein ist tot jetzt. Wir brauchen einen neuen. Wir brauchen einen neuen, Bro. Bei dir rein ist weg. Mein Gott, du hast Mutter gefilmt. Ja, Bruder. Verleih, vor 5 Minuten meinte er zu mir, dieser Eis in die Reihen. Bruder, setz dich jetzt mal, wenn du Bock hast. Ja, ich hab wie. Ey, Bruder, pass mal auf. Kleiner Depp. Kleiner Depp. Mann! Dieser Stau! So, Freunde, wir haben jetzt Mr. Motion noch im Auto. Wenn er im Video zu sehen ist, sagt er, gehen die Videos immer viral. Also, das ist so seine These. Ich sag mal so, die Zahlen sprechen für sich. Die Videos, wo ich dabei bin, sind so. Ja. Also die Kurve zeigt sehr nach oben. Bist du aufgeregt wegen heute? Ich lasse alles auf mich zukommen. Er muss mich sehr überzeugen, weil das letzte Live-Act Travis war leider tot. Die letzten zwei Male, eher gesagt. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt. Okay, dann ab nach Frankfurt, oder? Ja, bis gleich. So, Tiefgarage und es geht jetzt rein. Maske ist an, Tarnanzug ist an. Sonst kann keiner heute entdecken. Und Freunde, man muss immer Schuhe dabei haben, die man opfern kann. Und die habe ich bei Frauenfeld schon geopfert. Und jetzt werden sie zum Märtyrer. Also Märtyrer ist crazy. Guck mal, Michi ist in die Haraste und schwer. Das M in Michi steht für? Motion. Ja, was? Nein, Motion auf gar keinen Fall. Also ich sag ehrlich, dass wir jetzt in der Tiefgarage sind, ist möglichst das Maximale. Das ist tot entspannt, weil jetzt haben wir keine Parkprobleme, weil bei Festivals, Konzerten und so parken X. Wäre, ne? Und hier bei dem Stadion, das man dann schon. Kann sein, du musst einen Marathon laufen, bis du immer beim Stadion bist, aber jetzt entspannt. Ja, film mir doch, wenn du willst, in die Fresse, Bruder. Ich bin so unterwegs und es bringt nichts. Es bringt nichts. Es bringt gar nichts, ne? Es bringt nichts, ne? Nein, gar nichts. Mach, komm, Scheiße. Wollt ihr mir Pick machen? Let's go. Da, komm. Und ich dachte, wenn ich so rumlaufe... Es sind die Noctas. Es sind die Noctas? Ja. Ich dachte... gerne, Jungs. Küss eure Herzen. Ich dachte, wenn ich so rumlaufe, das passt so, aber Ding. Kann sein, jetzt noch die Polizei macht Auge und will mich jetzt hier... Aber ich sag dir ehrlich, Deutsche Bankpark ist eine geile Location, muss man sagen. Ne? Super, okay. Das ist auch hier so... Vor dem Stadion ist es nice und das Stadion an sich ist auch nice. Also. Ach, guck mal, ja, wir müssen direkt ein ganzes Ding rüber. Ohne Hallo, ohne nichts, direkt Vlog, mach mal Content, irgendwas Witziges für Clips. Nimmst du auf? Klar. Freunde, was geht's? Wir sind hier auf dem Travis Scott Konzert. Was ist das für Haare, Junge? Junge, hör mal auf zu lachen, zeig mal deine Haare, Digga. Mach mal den Mund. Dein Schiefe. Erstens, tu mal nicht so, als ob du hier Kanye wärst, wie du hier rumläufst. Ich muss ein Foto von dir machen. Und dann eine Gruppe schicken und dann wieder deine Slump-Arroganz. Yes. Hier klappt. Oh, die Atmosphäre, Michael! Oh. Also, Update. Der Security wollte uns helfen, die haben uns aber nicht gelassen. Digga, also, ich mein's todernst, ne? Ich mach auch mit jedem Bild, um Gott, also, darum geht's gar nicht. Aber Digga, ich find das krass. Also, ich unterschätze meine Reichweite einfach zu krass, ja. Ich vergesse das manchmal. Das ist, Bruder, also, das Problem ist halt jetzt, gleich da drinnen reingehen mit, ja, ich habe extra Jacke, ich habe einen Plan, alles. Aber ich habe dieses Vermummungsverbot voll vergessen, dass das so im Stadion so extrem streng ist. Keine Ahnung. Single ist Michi Golden Circle. Sieht schon leer aus, ne, eigentlich. Ja, wir haben gute Chancen, nach ganz vorne zu kommen. Ja, das eh, Bruder, ein Moshpit und der Rest ist durch. Ein Moshpit und wir sind da drin, aber hier ist jetzt, also hier ist auch Gott sei Dank viel Freiraum, das heißt, man kann chillen. Hier ist jetzt, also hier ist Golden Circle und es ist ja schon 8:30 oder so, das heißt, es wird ja bald losgehen. Ich frag mich nur hier, oder wie willst du hier aufmachen und durchdrehen, ne? Oder du kannst den halben Moshpit aufmachen, das war's. Ja, aber guck mal, da ist ja voller. Aber Bruder, da ist doch schon die Stage, wie, also, hä? Ich hab gar nichts. Voller, Bruder. Also sag ehrlich, das Commerzbank, also, ne, Commerzbank sage ich noch, Deutsche Bankpark, muss ich sagen, hat Ambiente pur. Das Amrell.
Nee, die Seiten haben sich geswitcht. Nein. Hier sind die Jungs. Hier habe ich in Köln geguckt gehabt. Aber heute ist ja die Devise reingehen, das heißt durchdrehen. So Jungs, wir sind im VIP-Bereich, ganz kurz schnuppern, Aber wir gehen nur luschern, Aber Amrel, du gehst auch rein, oder? Ja, aber warte. Wir gehen rein, natürlich gehen wir rein. Jungs, wir gehen da rein, Attacke. So Michi, was ist gerade die These? Sag, hier wird es nur tote Moshpits geben, weil ich guck diese Leute an und keiner sieht davon so... Niemand sieht verraged aus, so. Ja, nicht nur das. Da sind nur ein paar Leute mit Unterhemd und so, aber sonst, es sieht mir sehr, sehr entspannt aus, leider. Wollt ihr mir eine Versicherung verkaufen, oder was? Wir wollen hier mit MacBook. Die wollen mir eine Versicherung. Heute mit MacBook. Das ist tough. Michael D. Roosevelt. Es ist hier einfach, Bruder. Also warum ist es denn so nah an der Bühne, so leer? Ich versteh's nicht. Ich weiß auch gar nicht, was hier geht. Also, von woher wo ist und woher, keine Ahnung, aber mal gucken. Ich will eher eigentlich ragen, Digga, aber hier sieht's tot aus mit Ragen. Das fuck mich ab. Show start und hier ist einfach leer, Digga, hä? Als ob das so hier ist im Gold Circle. Digga, ohne Sinn, ja. Open up!
Shoutouts an die, die hat sich richtig gefreut. Sie ist cool, ernst. You're the best fans in the world. I love y'all so motherfucking much. You did. Chase, let's take a beat now. Don't you know you're hurt? Fertig, Kamera ist verschwommert, Digga, es ist komplett. Digga, wie es geregnet hat, ist crazy. Jetzt. Es ist richtig gut gemacht gewesen. Michi, zufrieden? Michi, Michi! Ja. Zufrieden? Geisteskrank. Kannst du nicht glauben. Michi, Fazit, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Ich find's geisteskrank, muss ich sagen. Ich habe die ersten Modspits mitgenommen, dann habe ich wieder vorgedringelt. War wieder vor der Biene. Vor der Biene? Ja, aber sonst fand ich es gut für eine 8 von 10. Also Freunde, ich fand es gut. Ich fand Köln nochmal einen Ticken krasser irgendwie. Die Crowd im Golden Circle war cool. Es war irgendwie so komisch, ich weiß nicht, weil es so auch so ein bisschen leerer war, glaube ich. Also so vom Feeling. Show war wie immer krass. Wir waren echt krass, also wir waren echt nah dran, muss man sagen. Ich gebe der Show trotzdem 7 von 8 oder 7, 8 von 10 oder so. Bin K.O., wir gehen jetzt ins Hotel, duschen und dann machen wir Meter, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. So, Freunde, ich würde sagen, das soll es vom Vlog gewesen sein. Michi und ich, wir pennen jetzt hier noch im Hotel. Morgen habe ich ein Kreisligaspiel, das wird gevloggt und das kriegt ihr auch als YouTube-Video die Woche. Deswegen Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid, Freunde. Wir hoffen, der kleine Vlog hat euch gefallen. Ein bisschen Nono was hier, Pop-Up da, Busy Travis und so. Freunde, küsst eure Herzen, Slums ab, ihr wisst Bescheid. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Habibis, wir sehen uns.